Dann starten wir doch mit einer neuen Veranstaltung von Buchtage at Home. Den ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch jetzt schon drin. Ich möchte zunächst alle sehr, sehr herzlich begrüßen, die uns heute zuschauen und auch die Zeit nehmen für das heutige Gesprächsrunde im Rahmen der Buchtage at Home. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Nicola Meyer. Ich bin hier in der Börsenverein in der Abteilung Fachausschüsse, die Ressortleiterin für den Bereich Verlage. Und mit mir gemeinsam betreut dieses Gespräch mein Kollege John Steinmark. John Steinmark ist Referent für Meinungsfreiheit bei uns im Börsenverein und betreut in diesem Rahmen auch die IG Meinungsfreiheit, die heute der Ausrichter des kommenden Gespräches ist. Ja, wir sprechen über Freiheitsrechte und Debattenkultur in der Krise und ich möchte dazu sehr, sehr herzlich im Namen des Börsenvereins zunächst mal Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio in Bonn begrüßen. Er ist nicht nur Publizist und Jurist, er hat auch eine unglaubliche Erfahrung für dieses Land als Richter am Bundesverfassungsgericht zwischen 1999 und 2011 machen können. Und er ist im Gespräch heute mit Dr. Jonathan Beck, Geschäftsführer und Verleger des CH Beck Verlages in München und auch sehr aktives Mitglied unserer IG Meinungsfreiheit im Börsenverein. Und Ihnen beiden sehr, sehr herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und zu einem Thema sich gleich unterhalten, das wirklich in diesen Tagen sehr, sehr brennend und wichtig für uns alle, auch gerade im Verlags- und Buchhandelsbereich geworden ist. Bevor wir gleich loslegen, möchte ich noch einen Hinweis und eine Bitte an Sie richten. Der Hinweis ist, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird, dass wir das auch später bei uns auf der Website für all die ablegen können, die heute nicht dabei sein können. Also wir bitten, wenn Sie später an der Diskussion teilnehmen, da keine großen Geschäftsgeheimnisse zu verkünden. Das kann dann doch auch in die Öffentlichkeit geraten. Und eben, wir haben alle, die beiden Gesprächspartner, die herzliche Bitte an Sie, dass Sie wirklich auch aktiv sich mit einbringen, Ihre Fragen stellen, Anmerkungen geben. Es ist geplant, dass Herr Di Fabio und Herr Beck jetzt erstmal so verschiedene Themen auch miteinander besprechen. Und Sie selber können, wenn Sie nach unten schauen und mit Ihrem Maus auf dem Bildschirm bewegen, dann sehen Sie unten F&A, Frage- und Antwort-Tool. Und wir bitten Sie sehr, dass Sie dort Ihre Fragen hineintippen, die Sie beantwortet haben möchten oder Ihre Hinweise, die Sie geben möchten. Und Herr Steinmark würde das dann auch Stück für Stück an Herrn Beck und Herrn Di Fabio weitergeben, sodass nichts verloren geht und wir eben damit auch eine sehr runde Gesprächsrunde haben. Und damit übergebe ich das Wort an Sie beide, Herr Beck und Herr Di Fabio. Vielen Dank, Frau Meyer. Ich glaube, ich fange mal an. Ich sehe mich hier in diesem Gespräch nicht als ebenbürtiger Gesprächspartner von Herrn Di Fabio, sondern mehr so als Fragesteller und neugieriger eben Interessent. Wie schon gesagt wurde, mein Name ist Jonathan Beck. Ich bin auch Mitglied der Interessengruppe Meinungsfreiheit im Börsenverein des Deutschen Buchhandels und als Verleger verantwortlich für den Bereich Literatur, Sachbuch, Wissenschaft im Verlag CH Beck, der, wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, nicht nur der schönste und beste Sachbuchverlag der Welt ist, sondern auch ein großer juristischer Verlag, was wiederum bedeutet, dass die Bücher von Udo Di Fabio nicht in meinem Verlagsbereich erschienen sind, obwohl es sich dabei nicht nur um zahlreiche rechtswissenschaftliche Fachbücher handelt, sondern eben auch um zwei an ein allgemeines Publikum gerichtete Bücher. Darauf kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen. Lieber Herr Di Fabio, ich möchte jetzt nicht noch länger den Bildschirm mit einem Durchgang durch Ihren beeindruckenden Lebenslauf okkupieren, sondern ich erlaube mir, das stattdessen in eine erste Frage zu Ihrer Vita zu verpacken. Meines Erachtens, und Sie möchten das vielleicht gleich noch ergänzen, sind die zwei Dinge, die unser Publikum mindestens über Sie wissen sollte. Zum einen, dass Sie, es wurde schon erwähnt, 12 Jahre lang Richter des Bundesverfassungsgerichts waren. Sie hatten also das höchste Amt inne, das es in der Bundesrepublik gibt. Und zum anderen haben Sie dieses Amt über den zweiten Bildungsweg erreicht, nachdem Sie zunächst, wenn ich das richtig sehe, als 16-Jähriger mit der mittleren Reife in den ebenso mittleren Verwaltungsdienst eingetreten sind, dort dann nebenbei das Abitur nachgeholt und ein juristisches Studium aufgenommen haben. Ich denke, es ist klar, dass man ein gewisses Neigungsverhältnis zur Freiheit hat, wenn man sich den beruflichen Erfolg so ganz selbst erarbeitet hat und nicht, wie ich etwa,
zum größeren Teil familiär geerbt hat. Aber wie ist es mit dem besonderen Fall der Meinungsfreiheit, über die wir heute ja sprechen wollen? Würden Sie sagen, dass die Erfahrungen aus Gesellschaftsbereichen fernab der Elite auch eine andere Perspektive auf die Meinungsfreiheit mit sich bringt? Also das ist meine erste Frage. Ich hoffe, die Übertragung hat geklappt. Ja, vielen Dank, Herr Beck. Das ist eine gar nicht so einfache Frage, die ich mir kaum je gestellt habe. Ich bin ein Kind der 60er Jahre. Das bedeutet, wenn man als ein Arbeiterkind aus dem Ruhrgebiet in den 60er Jahren aufgestiegen ist, dann ist das in einer besonderen gesellschaftlichen Atmosphäre entstanden. Und ich meine jetzt nicht die 68er-Bewegung oder sowas, das war natürlich auch wichtig, sondern schon vorher. Es gab eine Bildungseuphorie und Aufstieg durch Bildung. Das ist etwas gewesen, was schon seit den späten 50er Jahren die bundesrepublikanische Gesellschaft ergriffen hat. Und das wurde durch die 68er-Zeit noch einmal befeuert. Es wurde befeuert, weil es ja eine Bewegung aus den Universitäten war und über Bildung sollte auch Emanzipation erreicht werden. Und das alles war für mich als junger Mensch ganz, ganz wichtig, hat mich ergriffen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man seine Meinung sagt, wenn man sie artikuliert auf die Bühne bringen kann, ob das in der Schule war oder im Berufsleben später, dann wurde das in dieser Zeit prämiert. Weil die Idee des kritischen Staatsbürgers, nicht nur für Bürger in Uniform, sie war virulent. Und wer da etwas zu sagen hatte, auch wenn es manchmal von der politischen Qualität her, wie das bei jungen Leuten mitunter, also jedenfalls in meiner Generation heute, ist das natürlich alles viel besser, aber der Fall war, dann wurde das nicht zum Nachteil umgemünzt, sondern das brachte einen nach vorne. Also habe ich positive Erfahrungen mit einem sehr offenen Meinungsklima gemacht. Das ist jetzt ein Sprung, das habe ich jetzt hier nicht auf meiner Liste, aber ich fand den Satz gerade interessant. Meinung sagen wurde prämiert. Also regelrecht quasi auch beruflich oder also im beruflichen Karrierekontext. Würden Sie sagen, haben Sie das Gefühl, das ist heute vielleicht nicht mehr so der Fall oder ist das, hat sich da eine Bildungseuphorie, es hat sich vielleicht so eine Art Bildungsnormalität jetzt irgendwo weiterentwickelt oder normalisiert, aber ist Meinung sagen immer noch prämiert oder nicht mehr so ganz? Kann man das noch so allgemein sagen? Also das Problem ist, wenn man solche Vergleiche über ein halbes Jahrhundert anstellt, das Problem ist, dass ich heute kein Schüler mehr bin. Deshalb, man steigt nicht zweimal in denselben Fluss, selbst wenn man sich heute mit Lehrerinnen und Lehrern oder auch mit Schülern, mit eigenen Kindern unterhält, es ist nicht dasselbe. Also das heißt, man hat nicht wirklich die Vergleichsgrundlage. Trotzdem würde ich mit aller Vorsicht sagen, dass wir schon insgesamt in allen westlichen Gesellschaften ein schwierigeres Meinungsklima haben. Wir beobachten, dass in manchen großen Demokratien, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, vielleicht sogar Frankreich, sich eine Polarisierung der öffentlichen Meinungsbildung ergeben hat, die nicht dieselbe Polarisierung ist, wie wir das zwischen den politischen Parteien in den 60er, 70er, 80er Jahren kannten. Also nicht entlang an politischen Wertausrichtungen, von mir aus auch Ideologien, sondern ein nervöseres Meinungsklima, eines, das manchmal emotional viel stärker aufgeladen ist und insgesamt volatiler ist. Und gleichzeitig, dass es auch in Gesellschaften wie die der Bundesrepublik eine Reaktion gibt, dass man solche Verhältnisse einer tiefen Grabenbildung gerade nicht will und aus historischen Erfahrungen begreiflicherweise nicht will und deshalb
eine bestimmte Meinungskonformität zu beobachten ist. Das hat nichts damit zu tun, wie das manche Verschwörungstheoretiker oder sowas jetzt sagen, dass da irgendwie so eine geheime Instanz ist, die uns allen Scheren in den Kopf setzt, sondern es ist eher bei, sagen wir mal, Multiplikatoren das Bewusstsein, dass man mit zu viel Schärfe nicht Öl in ein Feuer gießt, was ohnehin hier und da entsteht. Und das verändert, glaube ich, schon diese lockere Haltung der 60er Jahre, die im Grunde genommen experimentieren konnte, die auch das Gefühl hatte, dass durch scharf prononcierte Meinungsbilder die Demokratie überhaupt erst gefestigt wird. Ja, ich kann mir vorstellen, dass in den 60er, 70er Jahren noch das Gefühl war, sozusagen, je schärfer der Konflikt, desto eher kommen wir voran. Sozusagen, je stärker die Reibung, desto eher entstehen da produktive Energie. Während man jetzt eher genau Vorsicht walten lässt und sagt, oh Gott, die Gräben werden noch größer, wenn ich da jetzt noch eben dieses besagte Öl ins Feuer gieße. Kurz bevor Sie angefangen haben zu antworten, habe ich noch selber gedacht, also die Fridays for Future Schüler, weil Sie eben auch auf Schüler vorher gerade angesprochen haben, die haben dann ja, glaube ich, festgestellt, dass sie ihre Meinungsäußerung eher von der Elternschaft prämiert wurde als von Lehrern und öffentlichem Raum, weil sie ja eben dann als Schulstreik, also der Streik wurde institutionell erstmal natürlich nicht gut heißt, aber natürlich, was soll man als Lehrer oder als Schuldirektor sagen, das kann man ja nicht wirklich. Aber die Prämien kamen eher auf Elternseite, habe ich jedenfalls in meiner Nachbarschaft so miterlebt, als institutionell oder so, ja. Wie ist es, also ich wollte dann einen größeren Sprung machen und fragen, wie ist es dann als Richter, da ist es ja, wie hält man es, wie kann man es da mit der Meinungsfreiheit halten, fühlt man sich da überhaupt noch meinungsfrei? Es ist ja, also gerade beim Verfassungsgericht, die Aufgabe, Fälle zu entscheiden, wo die Rechtslage nicht eindeutig ist, wo eine Abwägung verschiedener Grundrechte nötig ist. Was bedeutet das für die Person des Richters? Ich schätze mal, bei den Gerichtsfällen muss man die persönliche Meinung natürlich irgendwo hinten anstellen. Aber eventuell fühlt man sich auch außerhalb des Gerichts in anderen Bereichen, die jetzt nun gar nicht zu Entscheidung anstehen, irgendwo nicht so frei, seine Meinung zu äußern. Ist das, sehe ich das richtig oder muss man sich die Freiheit trotzdem nehmen? Wie sehen Sie das? Ja, man wird unterscheiden zwischen innen und außen. Also wenn man im Gericht agiert, dann agiert man in einem Amt. Und im Amt von Meinungsfreiheit zu reden, das ist irgendwie asymmetrisch. Im Gericht sagt man selbstverständlich seine Meinung, aber es ist ja eine fachlich moderierte, es sind ja juristische Argumente, und sie erfolgen auch in einem Bewusstsein, ich übe jetzt ein Amt aus. Da spricht dieses Gericht ja Recht im Namen des Volkes und dann geht es nicht um meine Meinung. Jeder Richter hat natürlich eine Meinung, aber es geht nicht um die Meinungskundgabe, sondern es geht darum, Recht zu erkennen, Recht zu finden. Und da merkt man schon, das ist eine öffentliche Aufgabe. Man steht auf der anderen Seite, man steht auf der Seite des Staates. Auch das Bundesverfassungsgericht ist ein Teil der Staatsgewalt, wenn man so will. Das sind ja verbindliche Entscheidungen. Und es ist so, ich hatte, als ich nach Karlsruhe kam, zunächst die Angst, das würde zu politisch im Gericht zugehen. Ich wollte eigentlich lieber juristische Gespräche haben und war dann angenehm überrascht. Mich erwarteten auch juristische Gespräche. Im Senat setzt man sich nicht durch, wenn man da eine möglichst anschlussfähige oder originelle politische Meinung äußert. Das führt normalerweise überhaupt nicht zum Erfolg, sondern ein präzises juristisches Argument möglichst nah am Text des Grundgesetzes auf den Tisch bringt. Dann kann man etwas bewirken im Senat und das ist die sachliche, professionelle Art. Wenn man dann nach außen geht, das heißt als amtierender Richter in der Öffentlichkeit spricht, dann muss man sich immer etwas zurückhalten. Das ist gerade für Professoren, die ja mit Max Weber auch den öffentlichen Raum
nicht als einen verbotenen Raum ansehen, sondern als einen, wo Wissenschaft auch nach außen sichtbar gemacht wird, nicht nur in das Fachpublikum hinein, ist das dann eine schwierige Gratwanderung. Aber ich glaube, das wissen alle Richterinnen und Richter und gehen damit um. Und wenn Sie da Ihre Meinung äußern, dann müssen Sie halt immer kenntlich machen, dass das jetzt Ihre Meinung ist und nicht die des Senats oder des Bundesverfassungsgerichts. Aber ich glaube, die allgemeine Wahrnehmung war eben doch, dass da die meisten, dass man eben nicht gewohnt war, eben einen Richter, erst recht nicht einen Verfassungsrichter mit Meinungsäußerungen zu anderen Themen so stark wahrzunehmen. Und da waren Sie dann im Jahr 2005 doch eine gewisse Ausnahme, würde ich sagen, oder ein neues Phänomen. Vielleicht hat sich da auch was geändert. Da haben Sie das Buch Die Kultur der Freiheit veröffentlicht, das durchaus auch meinungsstark ist und auch breit diskutiert wurde. Und da wurde auch bemerkt, naja, das ist schon zum ersten Mal, dass jemand, ein Verfassungsrichter in seiner aktiven Zeit, danach ist natürlich ein anderes Thema, aber in seiner aktiven Zeit sich so mit so einem Buch kommt. War das für Sie auch im Bewusstsein so, naja, da betrete ich Neuland, das ist was Besonderes, da könnte es auch jemand anstößig, das könnte auch jemand fast anstößig finden, oder war das für Sie eigentlich kein größeres Thema? Ja, also ich habe in dem Buch ja nicht über Fälle gesprochen, sondern ich habe letztlich eine Sicht, eine intellektuelle Sicht auf die Gesellschaft geschrieben. Das hätte man ganz schwer mit Gerichtsentscheidungen überhaupt in Verbindung bringen können. Und insofern habe ich mich damit nicht in die Befangenheit geschrieben. Es hat auch keinen einzigen Befangenheitsantrag wegen dieses Buches gegeben. Dafür war das viel zu weit entfernt von dem, was ein Richter tut. Ich war damals und bin auch heute der Auffassung, dass wir aufpassen müssen, dass der Meinungsraum nicht eingeschränkt wird. Und wissen Sie, für mich war ein Problem, dass manche zu gläubig nach Karlsruhe schauen. Also damals vor 20 Jahren. Das Bundesverfassungsgericht, das wird es schon richten. Ich habe Zuschriften bekommen, die waren wie Zuschriften an einen Monarchen, bevor ich das Buch geschrieben habe, wohlgemerkt. Und es war für mich auch wichtig, darauf hinzuweisen, Leute, wenn ihr die Grundlagen eurer Freiheit verteidigen wollt, dann müsst ihr nicht immer nur auf Gerichte und Instanzen und Organe schauen, sondern dann braucht man eine bestimmte, ich würde mal sagen, liberale, bürgerliche Kultur. Und deshalb war das für mich ein Anliegen, etwas neben der Tätigkeit eines Verfassungsrichters in die Gesellschaft hineinzugeben, wovon das Recht abhängt. Und ich glaube, das ist heute notwendiger denn je. Und damit habe ich das damals gerechtfertigt. Ich kann verstehen, da steckt natürlich auch ein bisschen so amerikanisches Bewusstsein dahinter. Die Supreme Court-Richter sind viel stärkere Personen, während wir, also treten auch als Personen, auch in die Öffentlichkeit, machen keinen Hehl aus ihrer Meinung. Und das hält man für demokratische Transparenz, während wir in Deutschland noch dieses kontinentaleuropäische professionelle Richterbild haben. Man verschwindet hinter der Gleichheitsvorstellung der Robe und Personen dürfen da eigentlich gar nicht gesehen werden. Das teile ich eigentlich gar nicht. Ich tendiere da eher zum amerikanischen Modell. Ja, aber interessant, dass Sie sagen, ist es eben nicht jetzt eine, wie man sich vielleicht erstmal vorstellen würde, quasi eine Kompensation nach dem Motto, das, was er im Richterberuf nicht machen kann, das äußert sich dann im Buch, sondern es ist eigentlich, bedingt sich gegenseitig durch dieses eben dieses falsche Bild von Karlsruhe, was Sie auch dann eben dort sitzend dann erst richtig wahrgenommen haben wahrscheinlich. Trotzdem haben Ihre Kollegen, für die gab es dann Befangenheit, glaube ich, ist nicht zu erwarten, aber es gab, dafür ist das Buch wirklich zu weit weg, aber es gab doch auch in der Presse so ein bisschen der Versuch zu interpretieren, inwieweit dann Meinungen in dem Buch dann doch Auswirkungen haben können auf Anstehende. Ich glaube, damals gab es die Entscheidung, ob die Neuwahlen, die Gerhard Schröder ansetzen wollte, ob die verfassungsgemäß sind und so. Also gab es die Versuche, das zu interpretieren.
aber ich glaube, das ist nicht wirklich fruchtbar gewesen. Aber fürs Klima, Arbeitsklima im Gericht, kann ich mir vorstellen, war es vielleicht eine gewisse Herausforderung. Oder würden Sie sagen, Sie haben da auch eine Kultur geprägt, dass sich jetzt dann eine etwas lockere Art, dass die jetzige Verfassungsrichter das entspannter sehen? Das würde ich nicht für mich in Anspruch nehmen, eine Kultur geprägt zu haben. Es hat nur keine Nachteile im Senat gebracht. Das ist so. Wenn es Nachteile gebracht hätte, dann hätte es mich gereut. Denn die sachliche Arbeit, die unterliegt ja eigenen Wirkungsbedingungen auch. Und da möchte man sich nicht sozusagen da selbst behindern. Das ist aber nicht eingetreten. Die Richter... und die Richter des Bundesverfassungsgerichts sind viel toleranter, als man so von außen vielleicht denkt im Innenverhältnis. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wir reden ja über Grundrechte, dass sie die Anwender von Grundrechten sind und dann nicht anfangen, Meinungsäußerungen oder auch öffentliches Auftreten, jedenfalls bis zu bestimmten Grenzen, besonders kritisch zu sein. Und damit durchaus auch ein Vorbild für den Umgang mit Meinungsfreiheit geben. Also Sie würden heutigen Verfassungsrechtern eigentlich auch empfehlen, durchaus, also nicht abraten von solchen Interventionen, auch jenseits des Gerichts, weil Sie das, was Sie schon angedeutet haben, gerade die Lage, die Befindlichkeit, öffentliche Befindlichkeit, sich eigentlich eher noch verschlechtert hat oder im Vergleich zu damals, zu vor 20 Jahren, würden Sie das so sehen, dieser Meinungsraum, dass der sich verengt hat? Wenn die These richtig ist, dass wir einen bestimmten Konformitätstrend sehen, dann würde man als Richter des Bundesverfassungsgerichts eher noch zurückhaltender sein. Auch in einer stärker polarisierten Gesellschaft kann man als Richter nicht mehr so unbefangen reden. Ja, das war aber 2004, als ich das Buch geschrieben habe, als eine rot-grüne Regierung Deutschland regierte, war das noch anders. Das war noch eine Zeit, wo ich wirklich auch gedacht habe, das kann man so sagen, man darf auch provozieren, weil Provokation den Diskurs lebendig macht. Ob ich das heute auch noch so machen würde, das weiß ich nicht, weil die Gesellschaft sich verändert hat. Und zwar nicht, weil ich jetzt plötzlich Angst hätte, eine Meinung zu äußern, sondern aus den Gründen, die wir gerade anfangs schon diskutiert haben. Ich hätte eine größere Sorge, dass die öffentliche Meinung das eine oder andere falsch versteht und vielleicht dann man die Rolle nicht mehr so liberal ausfüllen kann, wie das früher der Fall war. Aber das ist vielleicht auch nur ein Eindruck und das ändert sich vielleicht auch. Es könnte darauf kommen wir gleich noch, möchte ich auf jeden Fall auch noch besprechen, die digitalen Plattformen, auf denen sich der öffentliche Diskurs heute bewegt, haben ja auch eine gewisse Dynamik dann, eine Schnelligkeit, wo dann Diskurse außer Kontrolle oder gefühlt außer Kontrolle geraten. Und man nicht mehr hinterherkommt irgendwo. Und davor, glaube ich, kann man auch Angst haben. Und das beschränkt dann von vornherein. Hat so eine Art selbstzensierenden Effekt vielleicht. Aber ich wollte noch ein anderes Thema vorab ansprechen, weil unser Gespräch ja auch unter dem Stichwort Corona angekündigt war. Und ich weiß nicht, ob jetzt schon alle wieder abgeschaltet haben, die deswegen sich eingeschaltet haben. Aber ich verbinde die Pandemie jetzt gar nicht so stark mit der Frage der Meinungsfreiheit, aber es gibt, glaube ich, aus der aktuellen Situation doch auch ein bisschen was zu lernen. Sie sind ja auch Mitglied des interdisziplinären Expertenrats Corona, den Herr Laschet für das Land NRW einberufen hat. Zusammen darf ich bemerken, mit zwei weiteren Autoren des Verlags, C.H. Beck von 3 von 12, gar nicht so schlecht. Und jetzt ist nur meine Frage, ob Sie sozusagen, würden Sie auch sagen, Corona und die Meinungsfreiheit, das ist eigentlich, hat nicht viel miteinander zu tun, oder haben wir jetzt dann doch in den letzten Monaten in dem Zusammenhang auch was gelernt oder hat sich da die Situation nochmal weiterentwickelt oder verschärft aus Ihrer Sicht? Ja, die Corona-Pandemie ist in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes, etwas Exzeptionelles geradezu. Und es wäre verwunderlich, wenn das nicht auf eine ohnehin
in Bewegung befindliche Meinungslandschaft Auswirkungen gehabt hätte. Sie haben gerade schon das Netz angesprochen. Das Netz hat in den letzten 20 Jahren die Bedingungen des öffentlichen Meinungsraums nachhaltig verändert. Der Meinungsraum ist dezentralisierter, interaktiver geworden, damit volatiler. Er ist durch Anonymisierung, wenn man es positiv sagt, offener geworden, wenn man es negativ sagt, vielleicht etwas verwahrloster auch geworden und vielleicht auch beides zugleich, sodass, wenn eine solche Pandemie als neues Phänomen, als eine unbekannte Herausforderung eine Gesellschaft trifft, dann muss man damit rechnen, dass auch hier Meinungsprozesse unterwegs sind, die es sich zu beobachten lohnt. Die erste Beobachtung, die ich für bemerkenswert, wenn nicht überraschend halte, ist die, dass hier eine Konformität eingetreten ist, die, glaube ich, nicht so viel mit dem zu tun hat, was ich gerade angesprochen habe, sondern eine Konformität, die wir im März erlebt haben. Eine Gesellschaft stand angesichts der Bilder von Bergamo und von Wuhan geradezu unter Schock, unter einem pandemischen Schock. Und es ist so etwas wie eine Burgfriedensmentalität entstanden. Die Regierung, Bundes- und Landesregierung hätten gar keine Corona-Verordnung erlassen müssen. Der Lockdown wäre auch von alleine eingetreten, weil die Menschen wollten es. Und das konnte man ganz großartig finden und die Urteilskraft der Bürger loben. Aber auf der anderen Seite konnte einen auch das Gefühl beschleichen, wie schnell eine Gesellschaft eigentlich wieder in solche Burgfriedensmentalitäten, wie wir das ja zu Beginn des Ersten Weltkriegs in verschiedenen Ländern der kriegsführenden Teilnehmer gesehen haben. Das war eine erstaunliche Bemerkung, Beobachtung. Und dann begann dieser Raum, in diesem Raum durfte man auch kaum politisch diskutieren. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, der hat das bemerkt, denn er wollte ja keine maßlosen Lockerungen oder so etwas, sondern er wollte nur über verhältnismäßige Ausstiegsszenarien diskutieren. Dafür hat er den Expertenrat einberufen und das galt, solange dieser unerklärte Burgfrieden anhielt, war das fast dégoûtant. Also das gehörte sich nicht. Und da merkte man schon, dass da stimmte irgendwas nicht ganz. Das hat sich inzwischen aufgelöst, heute diskutiert man, aber jetzt kommt von einem anderen Rand der Verschwörungstheoretiker, kommt eine Beobachtung, die auch, glaube ich, einen ursprünglich rationalen Kern hat, nämlich den Kern, dass wir von einem globalen pandemischen Geschehen überrollt wurden und dass das Muster der Bekämpfung des Umgangs mit der Pandemie, was in Wuhan vorgezeichnet wurde, eigentlich von den meisten, jedenfalls von den besser geführten Staaten übernommen worden ist. Und die Grundsatzdiskussion, wie gehen wir eigentlich damit um, ist der Lockdown ein im Grunde verhältnismäßiges Mittel, eben nicht gestellt wurde. Ich halte das für gerechtfertigt, ich halte das für keine Fehlentwicklung, dass sich die gut geführten Staaten wie auch die Bundesrepublik zum Lockdown entschieden haben. Aber ich verstehe, dass der eine oder andere aus dem politischen Meinungsraum den Eindruck hatte, ja, sagt mal Leute, musste die Grundsatzfrage nicht diskutiert werden? Das hat ja dann der Bundestagspräsident Schäuble hat das ja dann aufgegriffen und hat eine für viele provozierende These in den Raum gestellt, dass das menschliche Leben zwar ein sehr hoher Wert unserer Grundordnung ist, aber nicht der Höchstwert. Und damit wurde das ein bisschen nachgeholt. Aber wir beobachten bislang immer noch, dass diese Verschwörungstheoretiker das als neues Verschwörungsnarrativ aufgenommen haben. Da wird ein Virus als hypergefährlich hochgeredet, das in Wirklichkeit gar nicht diese Gefährdung hat.
Das ist natürlich falsch, aber wir beobachten, dass es sowas am Rand eben gibt. Also eine nicht ganz harmonische Entwicklung des Meinungsbildes, wenn man es nachzeichnet. Ja gut, also das wäre auch, glaube ich, das wäre auch zu viel des Guten gewesen, wenn wir dann auch noch irgendwie ganz, wenn auch auf dem Gebiet alles harmonisch gelaufen wäre. Ein Problem, glaube ich, bestand bei der Sache, das ist vielleicht menschlich und nicht zu vermeiden, dass das Narrativ im Zusammenhang mit Corona immer stark quasi mit militärischen Vergleichen, militärischen Begriffen gearbeitet hat. Also quasi der Feind, der unsichtbare Feind und der Kampf und da wurden immer, ich meine, es gibt ja auch im Geschäftsleben, wird auch die ganze Zeit mit militärischem Vokabular argumentiert und gesprochen, ohne dass man es eigentlich merkt. Aber da war das schon sehr massiv und dann reagiert eine Gesellschaft vielleicht auch quasi im Kriegsmodus und da ist dann Meinung und Meinungsfreiheit vielleicht erstmal kein Thema. Aber dann, wenn natürlich von 3 Monaten vom Feinden von Bomben gesprochen wird und um einen herum ist alles friedlich und keine Bombe fällt, dann zerbröckelt das natürlich und dann kann man natürlich auch dann in Frage stellen, ob man hier überhaupt, ob das alles nur ein Bluff vielleicht sogar gewesen ist. Aber ja, also ich habe das, im Grunde reden wir ja nur über 2 Monaten eben über diesen Schock. Also deswegen muss ich sagen, ich sehe das schon auch interessant beobachtbar. Also grundsätzlich ist diese Corona-Krise für Sozialwissenschaftler, ich sage mehrfach schon gesagt, das ist quasi das Bonanza. Also da kann man auch die nächsten 20 Jahre dran forschen und Daten jetzt aus diesen Daten, aus diesem halben Jahr dran, da Erkenntnisse für alle möglichen Bereiche sammeln. Aber ich glaube, jetzt ist die Diskussion auch schon wieder stark darum, was sind die richtigen Maßnahmen. Und ich glaube, da kann man jetzt schwer von eingeschränkter Meinungsfreiheit sprechen. Aber was klar ist, ist, dass die Digitalisierung des öffentlichen Diskurses, die wir eh schon massiv erlebt haben in den letzten 10 Jahren, dass sich die nochmal verstärkt hat. Also wir sind jetzt ja gerade auch ein Beispiel davon. Also ein Gespräch findet jetzt eben nicht mehr, auch das nicht mehr physisch statt und man trifft nicht mehr, spürt nicht mehr die Leute, mit denen man da gemeinsam ist, sondern es ist der digitale Raum. Und ja, darüber würde ich gerne noch ein bisschen mit Ihnen sprechen. Sie haben ja das schon angesprochen, der ist dezentralisierter geworden, volatiler, anonymer. Ich glaube, Sie haben selber vor 2 Jahren mal vorgeschlagen, im Gutachten die Anonymität aufzuheben im Netz oder zumindest einzuschränken. Ich kenne ihn nicht konkret, vielleicht können Sie dazu was sagen. Ja, andererseits können jetzt alle mitreden, jetzt auch die Fragen digital von überall gestellt werden. Also, aber netto, mein Gefühl ist doch irgendwie, netto ist das Diskursklima, hat sich nicht verbessert am unterm Strich. Aber wie würden Sie sagen? Ja, Sie sind eben ein Gatekeeper, Herr Beck. Und also ein echter Gatekeeper und ich bin auch ein kleiner Gatekeeper. Und die sind natürlich nicht begeistert, wenn sie entmachtet werden. So wäre jedenfalls eine Lesart, wie sie im Netz zirkuliert, wo man sehr stark von digitaler Allmende, von einer Enthierarchisierung der Meinungsprozesse spricht. Ich glaube allerdings, dass die westliche Demokratie auch wie jede Gesellschaftsformation eine bestimmte Ordnung braucht. Und auch die liberale Gesellschaft, die ja, sagen wir mal, etwas ordnungsavers ist, sonst wäre sie gar nicht liberal, auch sie braucht eine Ordnung, auch die Meinungsfreiheit braucht eine Rechtsordnung. Und weil das so ist, stellen wir fest, dass der öffentliche Meinungsraum, der ja in gewisser Weise die Mitte der parlamentarischen Demokratie darstellt, dass der im Augenblick wirkt wie ein zerbrochener Spiegel. Man kann da hineingucken und man sieht eine Menge, man sieht vielleicht sogar mehr als vorher, aber man sieht nicht mehr so sehr dieses einheitliche Bild. Das ist ein Argument, mit dem etwa der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Haushaltsabgabe und die Erhöhung der Haushaltsabgabe und überhaupt seine Rolle begründet und sogar mit einem gewissen Recht, weil die Zentralität gewahrt werden muss. Aber es ist doch, wenn es nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, im Vergleich zur bunten Presselandschaft, die wir in den vergangenen Jahrzehnten weltweit kannten, ist es doch mehr eine Monokultur, die da droht zu entstehen. Man könnte sagen, besser als gar keine Kultur, aber
wir verlieren, glaube ich, eine Pluralität, die insgesamt ein einheitliches Bild öffentlicher Meinung, gerade auch im Widerstreit, ergeben hat, während wir heute eine Fragmentierung beobachten, das heißt eine Zersplitterung in unterschiedliche Meinungsräume, der zerbrochene Spiegel eben, der das nicht ersetzen kann. Denn wo man nicht einfach die Summe ziehen kann und sagen, 20 fragmentierte Meinungsräume sind dasselbe wie ein pluralisierter Meinungsraum. Deshalb kann man beobachten, dass die Demokratien hier wesentlich schwankender werden, volatiler werden. Sie werden, öffentliche Meinung ist nicht nur etwas, was mitläuft in der Demokratie, sondern ist in gewisser Weise das Zentrum der Demokratie, weil ja auch hier die Standards formuliert werden, auch die politisch-ethischen Standards, aber auch die Selektionen stattfinden, was ist wichtig, was ist unwichtig, wie positioniert sich ein Land, wie kann man Selbstbehauptung betreiben, welche Stellungnahme hat man zum Unilateralismus oder zur europäischen Integration. Das braucht ja alles Bühnen. Und diese Bühnen, die sind im Augenblick mit zu wenig Drehbuch und zu wenig Regie unterwegs. Und das meint nicht eine Regie, die Meinungen vorgibt, sondern die im Gegenteil den Raum für den Meinungsstreit vorgibt, so wie bei einem Fußballspiel. Die den Raum geschützt und mit Regeln, mit Spielregeln im Raum bereithält, in dem dann hoffentlich alle kommen und wo dann in einem Raum die Pluralität im Raum ist und nicht in verschiedenen Räumen verteilt. Also ich habe in einer Rezension Ihres Buches ein schönes Zitat aus Ihrem Buch gefunden, finde ich sehr schön vergleichbar zum damals diskutierten oder schon frisch verabschiedeten Nichtraucherschutzgesetz. Und da sagen Sie sinngemäß, das ist jetzt kein Zitat, sondern ich gebe das mal in meinen Worten wieder. Früher gab es die bürgerliche Anstandsregel, dass bei Tisch nicht geraucht wird, sondern nur im Raucherzimmer. Dann kamen die 68er und haben erstmal alle althergebrachten Regeln in Frage gestellt und unter anderem auch angefangen, am Tisch zu rauchen und überall zu rauchen. Und jetzt, 30 Jahre später, brauchen wir zur Schlichtung des Konflikts zwischen Nichtrauchern und Rauchern ein Nichtraucherschutzgesetz. Also wir müssen quasi die vorherige informelle Anstandsregel ersetzen durch eine gesetzliche Regelung. Und so ein bisschen würde ich sagen, ja, das gilt auch, also als jemand, der stark vom Nichtraucherschutzgesetz profitiert hat. Ich habe da eher immer drunter gelitten, bin sehr müde geworden abends in den Konzerträumen und so weiter. Ich konnte danach in Räume gehen, in die ich sonst nicht gegangen bin. Also ich finde, ich fand das eine gute Sache. Und analog würde ich jetzt dann sagen, wir bräuchten eigentlich sowas auch für die Diskursregeln, fürs Netz und Diskursregeln im Netz, sodass es dann eben einen gesetzlich regulierten Raum, also die großen Plattformen, die Räume sind ja schon da, die sind bloß nicht reguliert. Also brauchen wir denn nicht eine gesetzliche Regulierung, die quasi analog zum Nichtraucherschutzgesetz einen Diskursschutz gesetzt, sodass alle wieder sich in diesen einen Raum trauen, dass die Pluralität dann da für alle auch befriedigend wiederhergestellt ist. Außer vielleicht für die heftigen Raucher. Ich glaube, das ist so. Das Internet hat ja dadurch, jetzt aus der juristischen Sicht, also wie man die Regeln für freie Meinungsäußerung im Netz durchsetzt, hat ja ein Problem darin, dass die Plattformen sich nur als die Lieferanten eines Tools verstehen und die Inhalte ihnen komplett egal sind. Es interagieren also diejenigen, die diese Tools nutzen, die aber häufig, zumindest bei einer oberflächlichen Betrachtung, anonym unterwegs sind und deshalb nach unseren bürgerlich-rechtlichen Vorstellungen nicht so haftbar gemacht werden können, als verantwortlich im Sinne des Presserechts, wie wir das kennen. Und das hat nach einer Antwort verlangt. Und eine Antwort wäre, die Plattformen stärker verantwortlich zu machen. Also ihre Erzählung, dass sie nur die Hersteller, die Bereitsteller eines Werkzeugkastens sind, dem entgegenzutreten. Das hat man auch in Angriff genommen, wie ich finde, aber in einer unglücklichen Weise. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz
macht die Plattformen nicht verantwortlich für Meinungsinhalte, die auf ihren Plattformen geäußert werden, macht sie auch nicht verantwortlich, Namen und Adressen, Host-Provider oder irgendetwas preiszugeben, sondern macht sie verantwortlich für das Löschen rechtswidriger Inhalte. Und dieses Löschen soll sogar unter Abwägung erfolgen, ob das Rechtswidrige nicht vielleicht doch gerechtfertigt war. Also das, was das Bundesverfassungsgericht jetzt in Jahrzehnten fein ziselierter Rechtsprechung entwickelt hat, das machen jetzt Löschtrupps bei den großen Plattformen. Und wenn sie es nicht machen, wenn sie da Defizite aufweisen, das heißt insbesondere, wenn sie zu wenig löschen, dann müssen sie mit hohen Bußgeldern rechnen. Das halte ich für eine eklatante Fehlentwicklung. Auch wenn wir gerade dabei sind, dieses Spiel zu europäisieren. Aber darüber. Die Frage wäre natürlich dann gleich, was ist die Alternative, was wäre besser gewesen? Jetzt schaue ich bloß auf die Uhr und wir sind schon fast 45 Minuten im Gespräch und ich habe hier auch noch eine andere Frage und einen anderen Themenkomplex. Aber vielleicht ist das der Moment, um mal kurz Herrn Steinmark zu fragen, ob schon andere Fragen aus der Zuschauer- und Zuhörerschaft gekommen sind, die er anbringen möchte. Sonst mache ich gerne noch weiter mit den Punkten, die ich hier noch habe. Ja, Herr Beck, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Die Zeit ist wirklich schnell verflogen. Wir haben jetzt, wie Sie gesagt haben, nur knapp 20 Minuten und es gibt tatsächlich ein paar Fragen aus dem Publikum, die ich gerne an Sie weiterleiten würde. Es sind vier an der Zahl. Ich glaube, zwei davon kann ich ganz gut zusammenfassen. Der erste Fragenkomplex dreht sich um das Thema gesellschaftliche Polarisierung im Diskurs, also hin zu einem gewissen Tribalismus im Diskurs, dass man andere nicht mehr überzeugen möchte, sondern eigentlich in gewisser Weise nur noch den eigenen Staat gefallen möchte. Ein Beispiel dafür wäre Donald Trump. Eine verbundene Idee ist oder Geschichte ist die der Cancel Culture. Da ist eine konkrete Frage hier aus dem Publikum. Also Cancel Culture vielleicht für die Leute, die den Begriff nicht so gut kennen, das bedeutet, dass eben öffentlich dazu aufgerufen wird, gewisse Menschen, Institutionen etc. zu boykottieren oder aus dem öffentlichen Leben auszugrenzen, aber auch ein Arbeitsverhältnis mit jemandem zu beenden, wenn der gewisse Meinungen vertritt, Positionen. Und die Frage, wie man als Betroffener damit umgehen sollte. Ja, eine der wichtigsten Weichenstellungen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Meinungsfreiheit war das Lüth-Urteil im Jahr 1958. Und da ging es um die Frage, ob die Meinungsfreiheit nicht dort enden müsste, wo gegen einen anderen zum wirtschaftlichen Boykott aufgerufen wird. Das erinnert mich daran. Die alte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und zuvor des Reichsgerichts ging immer dahin, dass man im wirtschaftlichen Wettbewerb über einen anderen eigentlich sagen könnte, was man wollte, solange man ihn nicht beleidigt hat oder er verletzend war, aber eben nicht zum Boykott aufrufen durfte. Und das hat das Bundesverfassungsgericht zwar nicht pauschal bestritten, aber hat gesagt, auch das ist eine Grenze, über die nochmal neu nachgedacht werden müsste. Also man darf mit anderen Worten seitdem auch zum Boykott aufrufen. Das ist dann später bei anderen Entscheidungen auch wieder relativiert worden. Ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Will man eine Meinung sagen oder will man den anderen treffen? Will man womöglich den anderen aus dem Kreis derjenigen, die ihre Meinung kundtun dürfen, ausgrenzen? Und ich finde, in einer liberalen Gesellschaft muss man seine Meinung artikuliert äußern können und auch dem anderen frontal sagen können, dass er irrt, dass seine Meinung katastrophale Folgen hat, dass sie unannehmbar ist, diese Meinung, aber dass er sie weiter äußern kann. Das ist eigentlich der liberale Kern dessen. Und deshalb bin ich bei Boykottaufrufen immer noch
empfindlich. Braucht man das wirklich? Nur in Grenzfällen, und der Lütfall war so ein Grenzfall, kann der Boykottaufruf gerechtfertigt sein. Im Lütfall ging es um Veit Harlan, der den unsäglichen Film Jud Süß gemacht hat. Da hatte das Bundesverfassungsgericht gute Gründe zu sagen, also hier kann man schon mal so einen Boykott solcher Filme aufrufen. Aber als allgemeine Waffe im Meinungskampf gehört der Boykott und das Ausgrenzen und das nicht mehr miteinander reden nicht dazu, sonst beschädigen wir, wenngleich in guter Absicht, unsere sogenannte Streitkultur. Dazu passt sehr gut ein Fall, da möchte ich anschließen, das wäre meine letzte Frage gewesen, den wir in der IG Meinungsfreiheit letztendlich indirekt hatten, nämlich im Kontext, wie geht der Buchhandel, also auch ein konkreter Fall aus dem Buchhandel, wie geht der Buchhandel oder wie kann der und soll der Buchhandel mit rechtsextremen Positionen umgehen? Natürlich, es gibt Verlage, die sich auf die Verbreitung von rechtsextremen Ideen nahezu spezialisiert haben. Da gibt es auch immer wieder mal dann Gerangelei auf der Buchmesse, wenn die Verlage auf die Buchmesse kommen und so weiter. Aber wir hatten einen Fall, dass einer, Michael Lemling, der Buchhändler, ein Münchner Buchhändler und auch einer der beiden Sprecher der Meinungsfreiheit, in seiner Buchhandlung entschieden hat, Platz zu machen, eine Art Regal rechtes Denken einzurichten für Leute, die sich mit diesen Positionen vertraut machen möchten und dann, also natürlich in seinem, also Herr Lemming hat eine ausgesprochen linke Vergangenheit, also sich dann hoffentlich damit besser dagegen argumentieren können. Und dann wurde ihm von einer Autorin, die er für eine Lesung eingeladen hatte, vorgeworfen, und sie hat eben auch mit der Begründung ihre Lesung bei ihm abgesagt, dass er die rechtes Denken damit normalisieren würde und eben finanzielle Gewinne für diese Autorinnen und die Verlage beschaffen würde. Also das ist jetzt kein Boykottaufruf, aber dieser finanzielle Aspekt kommt damit rein, neben der Frage, wie man eben mit anderen Meinungen umgeht. Also ich finde das wirklich einen schwierigen Fall, also wie man als Buchhändler aus dieser Zwickmühle rauskommt. Wir stehen ja eigentlich auch als Branche für die Meinungsfreiheit, für die Meinungspluralität. Alle, da stimmt es ja noch, dass die Meinungen alle in einem Raum, nämlich in einer Buchhandlung sind. Und andererseits ist das natürlich auch irgendwie, sind das natürlich auch Bedenken, die man irgendwie zur Kenntnis nehmen muss und mit denen man umgehen muss. Haben Sie dazu eine konkrete Empfehlung für uns? Ja, also zunächst einmal muss man sehen, das, was Frau Stokowski da getan hat, ist ja durch ihre Meinungsfreiheit vollumfänglich gedeckt. Wenn sie da ein Problem mit hat, tritt sie halt nicht auf. Das ist ihre Entscheidung und das hat, glaube ich, auch per se noch nichts für die Institution der Meinungsfreiheit Diskriminierendes an sich. Die andere Frage ist, wo ist da eine vernünftige Schwelle im öffentlichen Diskurs, eine eigene Buchecke sozusagen für rechtsextreme bis rechtsintellektuelle Meinungsgrundgaben einzurichten. Ja, kann man machen, will ich dem Buchhändler nicht reinreden, aber man könnte solche Bücher ja auch im allgemeinen Angebot mit haben, dann würde man eben unter dem großen pluralen Angebot auch einen Kubitschek oder so finden. Das würde mir jetzt aus der Sicht des Buchhändlers eher einleuchten. Dass man insgesamt einem bestimmten Gedankengut keine Förderung, keine Weihen geben will. Das verstehe ich gut. Aber man muss sehen, der öffentliche Diskurs lebt davon, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man auch sagt, was ist denn gesagt worden von der anderen Seite? Wir sind immer sehr schnell dabei, Etiketten drauf zu kleben. Als Jurist will ich immer wissen, was ist der Tatbestand? Und manchmal kriege ich den Tatbestand überhaupt nicht geliefert, sondern bekomme aus dem öffentlichen Meinungsraum nur die Etiketten. Damit kann ich als Jurist nichts anfangen, das kann ich nicht bewerten. Eine offene Gesellschaft braucht den Tatbestand, braucht einen klaren Sachverhalt. Und die Wertung, die kommt dann schon, die nehmen wir alle in unserem Kopf vor. Aber nicht vorab werten und dann reingucken, was gesagt wird. Also insgesamt
würde ich zum gelassenen Umgang aufrufen. Ich habe das übrigens auch erlebt, bei der Frankfurter Buchmesse war ich auch anwesend, als man da einen riesen Hype drum gemacht hat und als da demonstriert wurde gegen und so. Das, wie gesagt, Demonstrationsfreiheit ist auch Meinungsäußerungsfreiheit. Und aber wenn diese Demonstrationsfreiheit so aussehen soll, dass der andere verhindert wird in seinem Auftritt, halte ich das für problematisch. Denn dadurch kommt der Kampf, Sie hatten gerade, Herr Beck, beim Coronavirus von der Kriegsrhetorik gesprochen, beim französischen Präsidenten, aber auch bei vielen anderen Akteuren. Wir müssen aufpassen, dass das alte Schmidtsche Freund-Feind-Denken sich nicht in unser demokratisches Regelwerk einschleicht und dass wir anfangen, den politischen Gegner nur noch als Feind wahrzunehmen. Und wir selbst sind dann auch der Feind für den anderen. Dann kommt der Hass und dann kommt die Gewalt und dann haben wir einen Hauch von Weimar. Also das kann man nur durch Insistieren auf Gesprächskultur, auf offene Meinungsgrundgabe, kann man dem nur entgegenwirken. Darf ich da nochmal einhaken, Herr Beck, und eine Frage an Sie weiterleiten, die sehr, sehr gut dazu passt. Und zwar, wie können wir ein solches Klima, das Sie gerade beschrieben haben, Herr Di Fabio, fördern, ein solches Diskursklima, in dem sozusagen nicht mehr die Polarisierung vorherrscht, wo sich einfach nur zwei Seiten unversöhnlich einander begegnen und einander probieren zu überbrüllen, sondern wo auch eine neue Form der Bürgerbeteiligung, die zu einer demokratischen Gesellschaft eigentlich passen würde, vorherrscht? Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil Leute wie ich sind immer gut, wenn sie etwas analysieren, aber wenn sie einen Verbesserungsvorschlag machen sollen, dann sind sie plötzlich schlecht. Wir dürfen auch nicht naiver sein, als wir sind. Wir haben im Augenblick auf verschiedenen politischen Seiten im öffentlichen Meinungsraum etwas, was wir harmlos als Populismus bezeichnen, aber was im Grunde genommen den Diskursraum auch einseitig nutzt, um ganz einfache Botschaften unterzubringen und nicht wirklich in einen Dialog, in einen Diskurs eintreten wollen, sondern die Bühne nutzen wollen. Das ist typisch übrigens für die Feinde der Demokratie, wenn man die Weimarer Republik studiert. Kommunisten und Nazis wollten nicht ins Parlament, um da Gesetze zu verabschieden oder irgendeine konstruktive Politik zu machen. Sie wollten sie nur als Bühne zur Bekämpfung der parlamentarischen Demokratie nutzen. Und solche Bestrebungen tauchen hier und dort auch wieder auf. Und dann muss man halt, dann klingen solche Rezepte, wie ich sie gerade formuliert habe, plötzlich ein bisschen naiv. Aber es hilft nichts. Ich würde sagen, der Meinungsraum muss, um den muss wieder neu gekämpft werden. Und eine der Fragen, die gerade auch im Chat gestellt worden sind, geht zur Bildung. Das Streiten muss wieder stärker gelernt werden. Das ist auch eine Erfahrung aus den 60er Jahren, dass wir regelrecht geübt haben, polarisiert zu reden und zu diskutieren und danach aber nicht als Feinde aus dem Klassenraum zu gehen. Und auch das muss in unserer Gesellschaft wieder stärker geübt werden. Auch in Elternhäusern, auch in Schulen und vielleicht auch im öffentlichen Meinungsraum. Also wenn wir an diese Talkshow-Formate und so etwas denken, da könnte man hier und da vielleicht etwas verändern. Und man könnte auch wieder verändern, dass der Pluralitätsauftrag, die Binnenpluralität etwa des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wieder ernster genommen wird. Dass also Journalisten mit verschiedenen Auffassungen sichtbar werden. Und nicht eine präformierte, gesittete Meinung sozusagen auf allen Kanälen uns dann entgegentritt. Das löst Verdachtsmomente aus, die einer Demokratie nicht gut tun. Ja, wobei amerikanische Medien, glaube ich, schon seit Jahren dazu verfallen sind, zu jedem Thema immer einen Pro- und einen Contra-Sprecher zu haben, um sich dann nicht positionieren zu müssen. Und bis jetzt hat man nicht das Eindruck, das hat zu einer besseren Diskurskultur geführt. Aber grundsätzlich würde ich, glaube ich, stark, finde ich auch nochmal hinzufügen zu dem, was Sie sagen, nochmal gerade gesagt haben, nochmal stark machen. Also die Verhinderung und die Ausgrenzung und das Freund-Feind-Denken ist eben
verbreiteter und eben nicht nur immer beim vermeintlich Andersdenkenden, sondern auch bei einem selber stark verbreitet. Man neigt dazu, es ist auch einfacher irgendwo. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen und möglichst eben inklusiv zu denken, was eben auch den Meinungsaustausch besteht. Also sozusagen auch immer den Austausch so zu dehnen, dass man sich danach noch nicht auseinandergeht, um für immer auseinander zu bleiben, sondern eben auch um in dem Raum zu bleiben. Insofern fand ich die verschiedenen Momente, wo Sie jetzt im Gespräch auch immer darauf hingewiesen haben, dass gewisse Tendenzen eben eigentlich ausgrenzend sind, fand ich sehr hilfreich und erhellend. Jetzt ist die Stunde fast rum. Ich weiß nicht, Herr Steinmark, ob es noch weitere Fragen gibt. Ich kann hier den Chat gar nicht so genau nachvollziehen. Natürlich könnte man noch länger diskutiert. Ich glaube, ich habe aber auch es gibt lange Meinungsäußerungen, die, glaube ich, alle im Chat jetzt auch noch mal sich angucken können. Es gibt vielleicht vielleicht noch eine interessante Frage, wenn wir noch die paar Minuten haben. Und zwar Frage zum beschriebenen Burgfrieden im Fall Corona. Ob das nicht auch sozusagen, ob es eine Gefahr darin gesehen werden könnte, dass es diese Bereitschaft gibt, dann doch sehr schnell konform zu handeln, sage ich mal, die auf eine andere Art und Weise ausgenutzt werden könnte, indem eine angebliche Gefahr beschworen wird, also anders als wir es jetzt bei der Corona-Pandemie zweifelsohne haben und eben medial entsprechend aufgebaut wird. Und vielleicht dann anschließend die Frage, wie kann man sich als bürgerliche Gesellschaft dagegen schützen? Also ich glaube schon, dass im politischen Raum der eine oder andere Akteur lernt aus dieser überraschenden Krise. Diese Krise hat eben keiner inszeniert, wie das Verschwörungstheoretiker sich so einreden. Aber wir sind natürlich nicht davor gefeit, dass sich bestimmte politische Akteure sowas angucken und sagen, wie könnten wir das denn zur Machtsteigerung in Zukunft einsetzen? Also man muss da schon aufpassen. Das ist in der Tat eine Fragestellung. Auch wenn man jetzt sieht, wie ein Präsident Trump nach einem Thema sucht, um im Wahlkampf zu wenden. Er hat zu spät entdeckt, dass Corona so ein Thema hätte sein können, wenn er sich an die Spitze eines Lockdowns etwa gestellt hätte. Dazu hat es nicht gereicht bei ihm. Jetzt versucht er das ein bisschen nachzuholen. Aber wenn er beispielsweise Bundesorgane in amerikanische Städte schickt und damit eine Gewaltbereitschaft eher erhöht als senkt, dann ist das auch so der Versuch, politisch etwas zu instrumentalisieren, was kluge Politik genau umgekehrt handhaben würde, also deeskalieren würde. Und insofern muss man auch immer mit einer Instrumentalisierung rechnen. Und dazu gehört auch die Beobachtung, die auch in einem Chatbeitrag gesagt worden ist oder geäußert worden ist, dass unsere Gesellschaft, die ununterbrochen gerade im Netz Fakten anbietet und Fakten reproduziert, aber die Auswahlentscheidungen nicht mehr so treffen kann, auch da ein Stück Ordnung verliert und dass wir im Grunde genommen die Faktenbasis eher verlieren als gewinnen. Und das angesichts einer Zunahme von Informationen. Aber das wusste man schon immer. Die Idee von Bildung war nie, alle Informationen gleichzeitig präsent zu machen, sondern sie in einer für den Menschen nachvollziehbaren, ihn selbst über sich hinaus wachsenden, lassenden Weise zu vermitteln. Und davon haben wir eigentlich Abstand genommen. Übrigens auch in unserem Schulsystem. Die eigentliche materielle Bildungsidee, die ist, glaube ich, ganz diffus und geworden und im Nebel versunken. Und die amerikanische Gesellschaft zeigt uns schon, wohin eine großartige Demokratie treiben kann, wenn da nicht genügend investiert wird. Und es geht also auch wieder darum, Fakten über Autoritäten wieder sichtbar zu machen.
Und die Gesellschaft muss das wollen. Wenn die Gesellschaft das nicht will, dann können sich diese Autoritäten nicht aufdrängen. Aber das ist übrigens, wenn ich das, wenn ich habe ja schließlich das Gespräch mit einem Verleger geführt, das ist natürlich auch die Rolle von Verlagen und die Rolle von Kunden, die das auch honorieren müssen, indem sie halt so ein Buch kaufen. Und das geschieht aber in einer, wenn man Prognosen der letzten Jahrzehnte zugrunde liegt, doch noch nach wie vor überraschend hartnäckigen Weise. Also insofern sollten wir nicht in Kulturpessimismus machen, sondern uns an die Möglichkeiten erinnern, die eine so reiche und liberale Gesellschaft hat. Ja, ich finde, das klingt nach einem sehr guten Schlusswort. Den Chat hat, ich bin sehr beeindruckt, den Chat hat Herr Di Fabio besser im Griff und in Übersicht als ich. Ich bin also vollkommen mit der Rolle des Fragestellers schon eingenommen und am Rand der Überforderung. Insofern habe ich hier keinen Überblick mehr, aber ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ich fand es ein sehr spannendes, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, lieber Herr Di Fabio. Und vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Ich hoffe, es inspiriert weitere diskursive und meinungsplurale Gespräche unter allen Zuschauern. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank, alles Gute.